Wenn du heute reist von einem Land zum anderen, im Schiff oder in der Bahn, und du hast Zeit und die Kunst zu beobachten, so wird es dir immer wieder auffallen, wie viele unter den reisenden Menschen sich plötzlich verändern, sobald sie sich der Grenze nähern. Sie werden unruhig, sie können nicht mehr sitzen bleiben. Sie wandern auf und ab mit gespannten Mienen. Eine Angst hat sie überfallen. Man sieht es ihnen an. Eine geheimnisvolle Angst. Denn eine Stunde, noch eine halbe, dann beginnt die Fremdheit und damit die große Unsicherheit. Geradezu körperlich sieht man ihre Sorgen, denn immer tasten sie mit nervösen Fingern an die Brusttasche hin, wo sie ihren Pass, ihr bisschen Geld und ihre Papiere haben. Und wenn du sie ansiehst, mitleidig ergriffen, sehen sie scheu zurück. Tausende und Abertausende solcher Menschen sind heute unterwegs. Und viele Juden sind unter ihnen. Denn wieder einmal ist ein großer Sturm durch die Welt gefahren und reißt die Blätter vom tausendjährigen Stamm und wirbelt sie über die Straßen der Erde wieder. Wie ihre Väter und Urväter müssen unzählige Juden das Land verlassen und das Haus, in dem sie friedlich wohnten und sich irgendwie eine neue Heimat suchen. Es ist mehr Misstrauen unter den Menschen als je zu einer Zeit. Und wer heute heimatlos ist, der ist es mehr als jemals ein Volk gewesen. Schreibt Stefan Zweig in Das Haus der tausend Schicksale. Die Zeit gibt die Bilder, ich spreche nur die Worte dazu. Schreibt Stefan Zweig im Vorwort seines auch heute noch viel gelesenen Buches »Die Welt von gestern« und fährt fort. Die Welt ist groß. Und seit langem habe ich mich von der Faszination des Vaterlandes freigemacht. So gehöre ich nirgends mehr hin. Überall Fremder und bestenfalls Gast. Auch die eigentliche Heimat, die mein Herz sich erwählt, Europa, ist mir verloren, seit es sich zum zweiten Male selbstmörderisch zerfleischt im Bruderkriege. Ich persönlich habe keine Angst. Ich werde Bücher auch schreiben, wenn sie verurteilt sind, in Deutschland nicht zu erscheinen. Mein literarisches Werk ist in der Sprache, in der ich es geschrieben habe, zu Asche gebrannt. In eben demselben Land, wo meine Bücher Millionen Leser sich zu Freunden gemacht haben. Das Leben des meistgelesenen deutschsprachigen Schriftstellers seiner Zeit endet in einer kleinen Stadt in den Bergen bei Rio de Janeiro. Am 22. Februar 1942 nimmt sich der 60-jährige Stefan Zweig das Leben. Seine Frau Lotte folgt ihm freiwillig in den Tod. Letzten Endes war Zweig dann doch an der Heimatlosigkeit und dem Verlust seiner Muttersprache zerbrochen. Die letzten Sätze seines Abschiedsbriefes. Ich grüße alle meine Freunde. Mögen Sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht. Ich, allzu Ungeduldiger, gehe Ihnen voraus. Als Stefan Zweig am 28. November als zweiter Sohn des Textilfabrikanten Moritz Zweig geboren wurde, herrschte Friede in Europa. Wien war Hauptstadt einer fast tausendjährigen Monarchie, die, wie Zweig später schreiben sollte,
auf Dauer gegründet schien. Unsere Währung lief in blanken Goldstücken um und verbürgte damit ihre Unwandelbarkeit. Jede Familie hatte ihr bestimmtes Budget. Außerdem war unweigerlich ein kleiner Betrag sorgsam für Unvorhergesehenes, für Krankheit und Arzt bereitgestellt. Die Welt der Sicherheit nennt Zweig dieses Kapitel aus Die Welt von gestern. Diese Sicherheit basierte auf dem wirtschaftlichen Erfolg des Vaters, eines geschäftstüchtigen Textilfabrikanten, der stolz darauf war, dass zeitlebens nie jemand seinen Namen auf einem Schuldschein, einem Wechsel gesehen hatte. Und er nur immer auf der Habenseite seiner Bank, selbstverständlich der solidesten, der Rothschild-Bank, gestanden. Seinen Reichtum hat er keineswegs verwegenen Spekulationen oder besonders weitsichtigen Operationen zu danken, sondern der Anpassung an die allgemeine Methode jener vorsichtigen Zeit, immer nur einen bescheidenen Teil des Einkommens zu verbrauchen und demzufolge von Jahr zu Jahr einen immer beträchtlicheren Betrag dem Kapital zuzuschlagen. Solcher Art durch die wirtschaftliche Umsicht des Vaters in solide Umstände gebettet, wuchsen Zweig und sein Bruder in vergleichsweise weltoffener Atmosphäre auf. Behütet von der in Italien geborenen Mutter, umgeben von Dienstboten und Gouvernanten und im unerschütterlichen Bewusstsein einer weltoffenen und sogenannten guten Familie zu entstammen. Heute wissen wir endgültig, dass jene Welt der Sicherheit ein Traumschloss gewesen. Aber doch, meine Eltern haben darin gewohnt wie in einem steinernen Haus. Kein einziges Mal ist ein Sturm oder nur eine scharfe Zugluft in ihre warme, behagliche Existenz eingebrochen. In kaum einer Stadt Europas war nun der Drang zum Kulturellen so leidenschaftlich wie in Wien. Einen Hofschauspieler, einen Opernsänger erkannte jede Verkäuferin und jeder Fiaker. Stolz erzählten wir Knaben es uns untereinander, wenn wir einen von ihnen, deren Bilder, deren Autographen jeder sammelte, im Vorübergehen gesehen. Der Friseur Sonnenthals, der Fiaker von Josef Kainz, waren Respektspersonen, die man heimlich beneidete. Im Burgtheater gespielt zu werden, war der höchste Traum jedes Wiener Schriftstellers. Zweig begann noch während der Schulzeit zu schreiben. Mit von ihm verehrten Schriftstellern wie Hermann Hesse oder Emil Verhaeren trat er in regen Briefverkehr. Er war 16, als seine ersten Gedichte in der Berliner Zeitschrift Deutsche Dichtung veröffentlicht wurden. Später nahmen unter anderem die Berliner Morgenpost, das Prager Tagblatt, die Südwestdeutsche Rundschau, die Badische Landeszeitung oder die Wiener Neue Freie Presse Gedicht- und Feuilletonbeiträge von Zweig an. Der Zweig-Biograf Donald Prater über den jungen Dichter: Kaum dass Zweig die Schule und die ersten Universitätssemester hinter sich gebracht hatte, publizierte er 20-jährig den Gedichtband Silberne Seiten. Die Überwindung nationaler Begrenzungen gab seinen Arbeiten jenseits des Literarischen noch eine besondere Dimension. Zunächst war es Zweigs formale Begabung der Anpassung an die zeitgenössische Erzählweise, die ihm bald Anerkennung, ja sogar Erfolg, eintrug. Am 19. Juli 1904 promovierte er zum Doktor der Philosophie und er findet Kontakt zu den großen Wiener Dichtern der ausklingenden Monarchie. Arthur Schnitzler, zu jener Zeit bereits anerkannt und etabliert, schreibt unter dem 28. Mai 1908 in sein Tagebuch: Dr. Stefan Zweig kennengelernt. Sehr sympathischer, kluger, junger Dichter. Er ersucht mich um Manuskripte und zeigt sich sehr geärgert, dass ich gerade in der letzten Zeit die Manuskripte von Sterben und Bertha Galan verbrannt. Er hat vor nicht langer Zeit einen privaten Brief von mir gekauft. Hugo von Hofmannsthals und meine Briefe werden augenblicklich um 3 bis 4 Kronen gehandelt. Knut Beck hat im Frankfurter S. Fischer Verlag über Jahrzehnte das Werk Stefan Zweigs als Lektor betreut und gilt als einer der versiertesten Kenner der österreichischen Klassiker.
Stefan Zweig wollte von früh auf anders sein als die anderen Schriftsteller seiner Zeit. Und gleichzeitig wollte er aber dazugehören. Und dies ist ihm auch voll aufgelungen. Das Geheimnis von Stefan Zweigs Erfolg liegt ganz bestimmt darin, dass es ihm gelungen ist, innere Monologe, wie wir sie auch bei Schnitzler finden, und Dialoge miteinander in einer Novelle zu verknüpfen und damit ein gewisses Spannungsgefühl zu erzeugen, die Erregung seiner fiktiven Gestalten besonders intensiv herüberzubringen und dem Leser die Möglichkeit damit zu geben, sich zu identifizieren. Ach, meine Koffer gähnen mich an. Ich muss ihnen jetzt das Maul stopfen. Notierte Zweig, ehe er im Februar 1911 zu einer Amerikareise aufbrach. Zu jener Zeit, knapp 30-jährig, pflegte Zweig Umgang mit Theodor Herzl und Rainer Maria Rilke, Auguste Rodin, Emile Verhaeren und Romain Rolland, mit dem sich ein über 30 Jahre währender Briefwechsel entwickeln sollte. 1904 war der erste Band mit Erzählungen erschienen, Die Liebe der Erika Ewald. Der zweite Gedichtband wurde 1906 in Leipzig aufgelegt. 1907 bezog Zweig in der Kochgasse in Wien-Josefstadt seine erste eigene Wohnung. Im selben Jahr wird gleichzeitig in Dresden und Kassel Thersites, Zweigs erstes Theaterstück, uraufgeführt. Und dazwischen ist er auf Reisen. Nach Paris und in England, in Spanien und nach Algier. Und schließlich für fast ein halbes Jahr nach Ceylon, Kalkutta, Rangoon und Hinterindien. Und dann 1911 zwei Monate durch die USA, nach Kanada, an den Panamakanal und auf die karibischen Inseln. Erste Station war New York. Vielen seiner Reiseziele setzt Zweig ein literarisches Denkmal. Im Rhythmus von New York schreibt er: Zuerst habe ich diesen Rhythmus auf der Brooklyn Bridge gespürt. Sie klingt von Lärm und das setzt nicht eine Sekunde aus. Man steht auf der Höhe des Brückenbogens wie auf dem Gipfel eines Berges und misst mit Bewunderung eine weit gebreitete Landschaft. Dazwischen strömen Menschen. Diese Brücke ist Eisenbahn, Straße, Fahrweg zugleich. 50 Wagen trägt sie in einer Minute. Irgendein leises Gefühl von Schwindlichkeit überkommt einen, man fasst das Geländer. Und da, es ist ein merkwürdiger Moment, spürt man, es schwingt einem unter der Hand, man tastet nochmals. Und wirklich, es schwingt ununterbrochen, manchmal schwächer, manchmal stärker, aber stets in gleichem, nie aussetzendem Rhythmus. Von früh bis nachts, von nachts bis früh schwingt die ungeheure Brücke. Und jeder, der hier oben steht, schwingt mit von der Erregung der fremden Masse. Hier habe ich zum ersten Mal den Rhythmus von New York gespürt. Als Zweig New York mehr oder weniger planlos durchstreift, stellt er sich vor, er sei ein Emigrant auf der Suche nach Arbeit. Ihn fasziniert, dass er weder nach Nationalität noch nach Glaubensbekenntnis befragt wird. Und er macht die Entdeckung, dass jeder, der möchte, einen Job bekommen kann. In einem Buchladen stößt Zweig schließlich noch auf eines seiner Werke, was seine Stimmung zusätzlich hebt.
Wien, 10. September 1913. Heute an einem ganz beliebigen Tage beginne ich wieder, zum wievielten Male, mein Tagebuch. Der Grund, ich spürte gerade im Wiederlesen eines früheren, wie matt, wie gefährlich, wie krankhaft matt mein Gedächtnis geworden ist. Dinge, die dort mit allen Zeichen inneren Erlebens geschrieben sind, Worte sind sie nur, Fremdes vergessen und wie tief ich auch in meiner inneren grabe, ich finde für diese Menschen keine Gesichter mehr. Der Verlust jener Diebstahl meines Tagebuches von Paris und London, jener zwei intensivsten Jahre meines Lebens, ist so das Furchtbarste, das mir begegnet ist. So beginne ich wieder. Auf wie lange? Es soll diesmal eine Willensprobe sein. Und dass ich Härtungen meines Willens vonnöten habe, sagt ein Tag mehr als der andere. Die Stimmung, in der ich lebe, ist flau. Seit dem Sommer 1912 steht Stefan Zweig im Briefverkehr mit Friederike Maria Winternitz, Mutter zweier kleiner Töchter. Die Initiative dazu war von Friederike ausgegangen, die Zweig in ihrem ersten Brief geschrieben hatte: Ich habe sie vor ein paar Jahren an einem Sommerabend beim heurigen Stelzer, wie Girardi Abschied nahm, gesehen. Jemand sagte: Das ist der Stefan Zweig. Und gestern saßen sie im Riedhof neben mir. Ich glaube, sie werden niemandem von diesem dummen Brief etwas zu sagen haben. Ich schreibe auch nicht, damit sie mir etwas erwidern, obwohl es mich freute. Und wenn sie irgend Lust hätten dazu, schreiben sie an Maria von W. Postlagernd. Rosenburg am Kamp. Viele Grüße. Als Friederike an jenem Sommerabend im Jahr 1908 Stefan Zweig beim Heurigen zum ersten Mal zugelächelt hatte, lag Ehemann Felix von Winternitz im Krankenhaus, um ein Magenleiden auszukurieren. Jetzt, 1912, war Friederike ohne ihren Mann aufs Land gezogen. Eintragung im Tagebuch. 12. September 1912. Ein wenig Dostojewski gearbeitet oder besser orientiert. Abends alle Arbeitsabsichten. In einem freundlichen Brünner Fräulein verdrängt, 30 Minuten, aber genug, um die Fantasie faul zu machen. Diener aufgenommen. Tagebuch, 19. September 1912. Ein Kärntner Straßenabenteuer, voll Elan, dann abends Ordnung geistiger Angelegenheiten. Das schon nenne ich einen guten Tag, sehr bescheiden. Tagebuch, 23. September 1912. Nachmittags mit Frau von Winternitz. Ein gutes Gespräch mit einer wahrhaft sensiblen Frau, die wohl das Zarteste ist, was man sich denken kann. Wie sie das sagt, es sei tragisch, die Kinder immer nur von einem Manne zu bekommen. Wie kühn und edel das auszusprechen. Ich weiß, dass ich in Frauen, aber auch Männern oft etwas befreie. Nur hüte ich mich, dies erotisch auszunützen. Vielmehr, ich erzeuge diese Freiheit erst durch eine ungesprochene erotische Ablehnung. Tagebuch, 29. September 1912. Allerhand mit der schon unerträglichen inneren Unruhe, die zu sänftigen ich nachmittags mir zwei Freundinnen nach Hause nehme, deren schöne Körper mich freuen. Ich schicke sie um 6 Uhr fort, bleibe zu Hause, schlafe alle Schwere weg, überschlage das Nachtmahl und tröste mich mit Gottfried Keller von 1 Uhr bis 4 Uhr Nacht. Dann kommt wieder Müdigkeit und Schlaf. 3 Monate später. Abends Spaziergang mit Friederike von Winternitz. Wir sprechen gut miteinander. Es ist wieder sehr schön und ich muss nur verhüten, dass es ganz ins Sexuelle niederstürze, was wirklich droht. Grundlegend fiel es mir erst jüngst ein,
die Männer die Vorlust, deshalb Erschöpfung mit Erfüllung. Frauen die Nachlust, weil fantasielos. Frauen leben zurück, wir nach vorwärts. Weshalb sie auch meist das bessere Gedächtnis haben. Felix von Winternitz duldet die immer tiefer gehende Freundschaft seiner Frau mit dem Dichter. Erst 1916 werden Friederike und Stefan eine gemeinsame Sommerwohnung in der Wiener Vorstadt beziehen. Das Attentat auf Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gemahlin in Sarajevo markierte den Anfang vom Ende der Habsburger Monarchie. Die Gegenwart zerfiel und sollte sich später in ein Mosaik der Erinnerung zusammenfügen, in die Welt von gestern. Die Welt von gestern ist ein Buch der Erinnerungen, keine Autobiografie, das muss ganz deutlich werden. Viele Gestalten fehlen in diesem Buch, so zum Beispiel alle seine Frauen. Was Zweig interessiert hat, darzustellen, war die Atmosphäre seiner Zeit, Fakten seiner Zeit. Er wollte keine Dokumentation im Eigentlichen geben, sondern ein Panorama dessen, was dieses Jahrhundert, diese Welt von gestern für ihn bedeutet hat. Und so schreibt Stefan Zweig, dass jener Schuss vom 28. Juni 1914 die Welt der Sicherheit und der schöpferischen Vernunft, in der wir erzogen, erwachsen und beheimatet waren, in einer einzigen Sekunde wie ein hohles, tönernes Gefäß in 1000 Stücke schlug. 4 Wochen später erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Deutschland machte gegen Russland mobil. Frankreich und Großbritannien traten wenige Tage später in den Krieg ein. Tagebuch, 2. August 1914. Weltgeschichte ist grauenhaft von der Nähe. Die Straßen sind leergefegt von Männern, nur Frauen sieht man und Greise. Es ist entsetzlich, wie alles still wird. In meinem Garten schreien die Kinder nicht mehr, nirgends hört man Musik. Und der Enthusiasmus ist geschwunden. Ich gehe ungern auf die Straße, ich kann nicht so viel Leere sehen. Es wäre besser, man wäre selbst schon fort. Brief Friederikes an Stefan Zweig. Jeder Tag, jede Stunde fast, bringt jetzt Veränderungen. Dein Telegramm traf mich auf dem Weg nach Graz, wohin ich fuhr, um mit meiner Tochter Alex Felix abzuholen. Er fährt nachts weiter nach Görz, trägt eine Uniform, in der er 86 Kilo wiegt und ist sehr vergnügt. Er sagt, in Wien sei gar nichts los. In Graz aber war eine Bewegung in den Straßen, die einen mit fortriss. Alles jubelte und sang dem durchziehenden Militär zu. Mein Liebling, ich bin trotz des gefährlichen Anlasses des Krieges froh, dich nahe zu wissen. Stefan Zweig hat sich ja im Kriegspressequartier freiwillig zu einer Tätigkeit gemeldet. Und er hat die Aufgabe übernommen, geheime Kriegsdokumente zu bearbeiten, das heißt Kriegspropaganda zu treiben. Und er tut dieses mit einer Intensität, die uns heute schaudern lässt. Seine Vorgesetzten streichen ihm einige patriotische Sätze aus den Publikationen heraus, mildern sie sozusagen. In einem Brief an seinen Verleger Anton Kippenberg. Es wäre mein höchstes Glück als Offizier, gegen einen zivilisierten Feind reiten zu dürfen, in Frankreich zu siegen, gerade in Frankreich. Dass man züchtigt, weil man es liebt. In den Tagebuchnotizen lässt Zweig allerdings bald wenig Neigung zum Heldentum erkennen. Die präzise Schilderung des Kriegsalltags überwiegt.
Heute war ich im Prater. Er war gestopft mit Böbel, alle Wirtshäuser voll, alle Buden voll Bewegung. Dieselben, die in 3 Monaten über Hunger klagen, werden sitzen da und saufen Bier auf Bier und lassen sich's wohl sein. Nichts deutet auf Kriegszeit. Die Frauen übermütig und geil. Nichts, nichts, nichts kann die Wiener Vergnügungssucht niederhalten. Wir sind weich, ohne Widerstand. Eine Rasse, die hübsche Burschen und liebe Mädel gibt, aber keine Männer. September 9, 1914. Bei Alfred Zinner, der als Oberarzt einen Bauchschuss bekommen hat. Grauenhafte Einzelheiten. Wie die Träger ihn fallen ließen, als der Schrapnellhagel kam, wie er sich zum Graben schleppte, dann durch Zufall auf eine Trage kam, dann im dreirädrigen Wagen befördert wurde, bis er zusammenbrach, dann aufgeschnallt auf ein Lastenautomobil mit dem Kopf abwärts, dann wieder getragen, dann endlich gewaschen und nach 60 Stunden Bahnfahrt nach Wien. Neben ihm Menschen, die Ruhe haben und Verstümmelte, die stöhnen. Es ist grauenhaft, dies alles zu denken. Und ich glaube wirklich, Mut ist zum Teil Mangel an Fantasie. Die Kriegspropaganda fuhr kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, hat Stefan Zweig offenbar derart irritiert, dass er glaubte, seine Freunde im Ausland an die Freunde im Fremdland bezeichnen zu müssen und einen entsprechenden offenen Brief an sie zu schreiben, indem er sich für die Dauer des Krieges von ihnen verabschiedet. Dieses rief Romain Rolland auf den Plan, der ihm auf einer Postkarte schrieb: Ich bin unserem Europa treuer als Sie, lieber Stefan Zweig, und ich verrate keinen meiner Freunde. Das hat gesessen. Stefan Zweig übernimmt die pazifistische Haltung des überzeugten Europäers Romain Rolland. Er sagt ihm, dass er bereit ist, das Europa der Zukunft mitzubauen. Der Zweig-Biograf Donald Prater konstatiert bei Zweig, nachdem dessen Untauglichkeit für den Frontdienst festgestellt worden war, pessimistischen Defätismus. Aber keineswegs in der Art des zynischen Humors eines Karl Kraus oder Robert Neumann, sondern nur erschrocken angesichts des Gemetzels, dessen rasches Ende immer unmöglicher erschien. Stefan Zweig tritt unterdessen am 1. Dezember seinen Dienst im Kriegsarchiv in der Stiftskaserne an und hält im Tagebuch fest: Es ist mir wirklich eine sehr schöne Arbeit zugedacht, auf die ich mich freue. Nichts Subalternes und Minderwertiges, sondern wirkliche Arbeit. Heute zum ersten Mal Uniform angezogen. Ein seltsames Gefühl trotz alledem. Man kommt sich ein wenig lächerlich vor mit dem Säbel, wenn man nicht reinhauen soll. Stefan Zweig war im Kriegsarchiv in bester Gesellschaft. Dort taten zu verschiedenen Zeiten auch Franz Karl Ginzkei und Franz Werfel, Alfred Polgar und Albert Ehrenstein, Erwin Reinalter und Rainer Maria Rilke Dienst. Das heißt, sie verfassten Geschichten über tapfere Kriegseinsätze, die dann veröffentlicht wurden. Und sie gaben die offizielle Zeitschrift Österreich-Ungarn in Waffen heraus, die ein anonymer Witzbold in Österreich-Ungarn in Waffen umtaufte. Nach einem Urlaub mit Friederike in der Gegend von Mariazell wurde Feldwebel Zweig im Sommer 1915 nach Galizien geschickt. Dienstlich blieb Zweig der glühende Patriot, der die österreichischen Kriegsopfer in Galizien als plangemäß bezeichnete. Die restlose Unterordnung des Einzelnen unter den Gesamtwillen forderte und von der ungeheuren Kraft schwadronierte, die sich ruhmvoll auch an dem furchtbarsten Gegner erproben werde.
Später wird Zweig in die Welt von gestern allerdings festhalten, die Arbeit des Heldenfrisierens im Kriegsarchiv habe ihn angewidert. Das Ende des Krieges werden Friederike und Stefan in Zürich erleben. Ursprünglich wurde Zweig für 2 Monate vom Militärdienst beurlaubt, um Vorlesungen in der Schweiz zu halten. Schließlich wurde daraus ein 1,5-jähriger Aufenthalt. Friederike gelang es sogar, ihre beiden Töchter in die Schweiz nachzuholen. Zweig übersetzt Romain Rolland ins Deutsche, hält Kontakt zu pazifistischen Schriftstellern in Deutschland und trifft unter anderem James Joyce und Hermann Hesse, René Schickele und Annette Kolb. Am Neuen Stadttheater in Zürich hat Zweigs Jeremias Premiere. In Hamburg wird seine Legende eines Lebens uraufgeführt. Am Ende des Ersten Weltkriegs schreibt Zweig in sein Tagebuch: 8. November 1918. Historischer Tag. Ein Trommelfeuer von Nachrichten. Bayern Republik, Schweiz im Generalstreik. Ultimatum an den deutschen Kaiser. Der Atem kann es kaum auffangen. Aus Österreich kein Wort. 10. November 1918. Der Krieg ist zu Ende. Und statt dieser Freude eine dumpfe Spannung. Ein Grauen, vor allem das kommt. 13. November 1918. Der Waffenstillstand abgeschlossen. Viktor Adler gestorben, der Kaiser Karl demissioniert. Früher wäre man Kopf gestanden. Jetzt ist man nur müde. Ich verbrauche die Hälfte meiner geistigen Kraft in den grauenhaften Visionen dieser kommenden Umstürze. Wo der Hass der Klassen, der Stände, riesengroß diese Welt erfüllen wird. In die Welt von gestern schildert Zweig die Rückkehr aus der Schweiz nach Österreich. Auf dem Bahnhof in Feldkirch hatte sich sein Zug mit jenem gekreuzt, mit dem der abgedankte Kaiser Karl und Kaiserin Zita ins Exil fuhren. Allein die Fahrt von Innsbruck nach Salzburg dauerte 17 Stunden. Ich hatte mir während des Krieges in Salzburg ein Haus gekauft. Denn die Entfernung von meinen früheren Freunden wegen unserer gegensätzlichen Einstellung zum Krieg hatte mir das Verlangen geweckt, nicht mehr in großen Städten und unter vielen Menschen zu leben. Salzburg schien mir von allen österreichischen Kleinstädten nicht nur durch seine landschaftliche, sondern auch durch seine geografische Lage die idealste, weil am Rande Österreichs gelegen. Der kleine bewaldete Hügel, auf dem ich wohnte, war gleichsam die letzte abklingende Welle des gewaltigen Alpenbergzuges. Unzugänglich für Autos und nur auf einem 3 Jahrhunderte alten Kalvarienweg mit mehr als 100 Stufen zu erklimmen, bot er als Entgelt für diese Mühsal von seiner Terrasse einen zauberhaften Blick über Dächer und Giebel der vieltürmigen Stadt. Wir fanden unser Heim in einem fast unbewohnbaren Zustand. Der Regen tropfte in die Zimmer, nach jedem Schneeschwamm in die Gänge. Und eine richtige Reparatur des Daches war unmöglich, denn die Zimmerleute hatten kein Holz für die Sparren, die Spengler kein Blei für die Rinnen. Mühsam wurden mit Dachpappe die schlimmsten Lücken verklebt. Eine enge Freundschaft verband Zweig mit dem belgischen Maler Franz Masarel. Im Frühjahr 1919 bedankt sich Zweig brieflich in für ihn ungewöhnlich herzlichen Worten. Mein lieber Franz, ich schreibe dir heute Deutsch, um mich besser und klarer auszudrücken. Denn die Freude, als ich dein Buch glücklich empfing, war so ungemein groß, wie du es dir kaum denken kannst. Denn das warst du,
der uns so liebe, der mit diesen Blättern zu uns kam, fast so freudig begrüßt, wie es der wirkliche Franz wäre, wenn er die 200 Stufen zu unserem Haus heraufpilgerte. Der Brief schließt mit den Zeilen: Eben kommt Friederike und will spazieren gehen. Ich gebe ihr nach, ziehe mich an. Umarme dich noch einmal dankbar und brüderlich von Ferne. Herzlichst, dein Stefan. Kurz zuvor, noch aus der Schweiz, hatte Zweig seine Mutter von der schon jahrelang anhaltenden Liaison mit Friederike unterrichtet. Die Mutter antwortet: Der Inhalt deines Briefes hat mich sehr überrascht. Wiewohl ich schon früher von vertrauenswerter Seite von einem bestehenden intimen Freundschaftsverhältnis hörte. Du weißt, mein teures Kind, wie ich mit ganzer Seele an euch, meinen teuren Kindern, hänge und eure Zukunft meine stete Sorge war. Deshalb wirst du begreifen, wie nahe mir dein Entschluss geht. Der sehnlichste Wunsch einer Tochter ist nun in Erfüllung gegangen. Am 19. Mai 1919 schreibt Zweig an einen Freund: Ich habe mit der allgemeinen Einschränkung des Lebens in diesen 5 Jahren auch eine entscheidende Reduktion meiner Freundschaften vorgenommen. Mein Entschluss, von Wien wegzugehen, war unbeugsam. Sie wissen ja wohl, dass ich hier in Salzburg mit Frau von Winternitz zusammen lebe. Dass wir noch immer nicht heiraten können, weil in unserer freien Republik katholische Geschiedene wie meine Frau zu solchen Formen verurteilt sind. Im Dezember 1919 wird die Dispens erteilt. Friederike von Winternitz wird bei ihrer Eheschließung mit Stefan Zweig im Wiener Rathaus von einem Freund vertreten und bleibt selbst in Salzburg. In ihrem ersten Brief als Friederike Zweig schreibt sie an ihren frisch angetrauten Ehemann: Wie hast du die Hochzeitsnacht verbracht, Steffi? So sehr ich dich deiner Mutter gönne, ich wäre glücklich, dich wieder hier in Salzburg zu haben. Ich habe viel in deinen Briefen getan, riesige Stöße schon ausgeweitet. Sehr lästig sind mir beim Ordnen die Frauenbriefe, aus der Zeit, wo ich dachte, dass neben mir nicht so viel anderes Raum hatte. Andererseits sind Briefe dabei, die dich in den Augen der biederen Frau M. als Don Juan erscheinen ließen. Hinter der biederen Frau M. verbirgt sich die neue Sekretärin Anna Meingast, die 1919 für Zweig zu arbeiten begann. Sie hütete auch das penibel geführte sogenannte Hauptbuch, in dem Zweig Notizen über den Fortgang seiner Arbeit und die Übersetzung seiner Werke bis hin zu den Einkünften aus seiner schriftstellerischen Tätigkeit festhielt. Im Buch Stefan Zweig, Bilder, Texte, Dokumente wird die Salzburger Zeit von 1919 bis 1929 als die Jahre des Erfolges bezeichnet. In der Tat entstehen in diesen 10 Jahren etliche der ganz großen Zweig-Erfolge wie Amok, Novellen einer Leidenschaft oder die großen Essays über Hölderlin, Kleist und Nietzsche. Das Theaterstück Volpone, Zweigs erfolgreichstes Stück, erscheint als Buch. 1927, Veröffentlichung des Novellenbandes Verwirrung der Gefühle. In der Sowjetunion wird im selben Jahr eine 10-bändige Werkausgabe aufgelegt, zu der Maxim Gorki das Vorwort lieferte. In der Welt von gestern erinnert sich Zweig 7 Jahre nach Hitlers Machtergreifung der Salzburger Jahre. In meinem persönlichen Leben war das Bemerkenswerteste, dass in jenen Jahren ein Gast in mein Haus kam und sich dort wohlwollend niederließ. Ein Gast, den ich nie erwartet hatte. Der Erfolg. Dieser Erfolg ist seit Hitlers Ankunft ein historischer geworden. Von den Hunderttausenden und sogar Millionen meiner Bücher, die im Buchhandel und unzähligen Häusern ihre sichere Stätte hatten, ist heute in Deutschland kein einziges mehr erhältlich. Richard Specht, der in Zweig
das leise, explosive Knattern eines sausenden Motors zu hören glaubt, schreibt über ihn. Er greift mit Zeitungsartikeln ins Leben der Gegenwart, baut einen Zyklus grandioser Essays zu einem Weltbild auf, gründet eine Bibliotheca Mundi und gibt sie gleich selbst heraus, überschüttet einen großen Verlag mit Ideen, macht Vortragsreisen, ist mit allen Geistigen Europas in dauernder produktiver Verbindung, legt eine der kostbarsten Autographensammlungen an und baut sie auf, bearbeitet alte Komödien und lässt sie aufführen, entdeckt neue Dichter, trommelt sie aus und schafft ihnen Verleger, überwacht die Übersetzungen seiner Werke, streut überall hin Vorschläge und Anregungen aus, hat immer Zeit für seine Freunde und ist der hilfsbereiteste unter ihnen und findet dabei noch die innere Ruhe zu lyrischer Sammlung und Flucht aus der Zeit in Legendenferne. So viel Anerkennung schafft Neider. Einer davon war der Herausgeber der Fackel, Karl Kraus, ein begnadeter Misanthrop. Und wenn Sie dann noch nicht erkannt haben, dass Sie durch Ihre Geburt in der Grube geraten sind und dass eine Menschheit, die noch das Blut schändet, das sie vergossen hat, durch und durch aus Schufterei zusammengesetzt ist und dass es vor ihr keinen drinnen gibt und gegen sie keine Hilfe. Wenn Sie das dann noch nicht erkannt haben, dann hol Sie der Teufel! Über Zweig spottete Kraus. Herr Stefan Zweig, heute einer der repräsentativen Schmuser der europäischen Kultur, würde es mir unmöglich machen, in der Seichtheit seiner tiefen Sätze nicht zu versinken, wenn ich mir in mühevoller Praxis nicht doch eine gewisse Resistenz erworben hätte. Die Bourgeoisie zwischen Berlin und Wien sieht sich durch Stefan Zweig mit der denkbar größten Zeitersparnis in die Weltliteratur eingeführt. Mit dem eigenen Erfolg einher geht der intensiver werdende Kontakt zu anderen Großen der Zeit. Das Haus auf dem Kapuzinerberg wird zum Treffpunkt der europäischen Elite. Wer ist dort nicht zu Gast gewesen? Unser Gästebuch könnte es besser bezeugen als die bloße Erinnerung. Aber auch das Buch ist mit Haus und vielem anderen den Nationalsozialisten verblieben. Mit wem haben wir dort nicht herzliche Stunden verbracht, von der Terrasse hinausblickend in die schöne und friedliche Landschaft, ohne zu ahnen, dass gerade gegenüber auf dem Berchtesgadener Berg der eine Mann saß, der all dies zerstören sollte. Romain Rolland hat bei uns gewohnt und Thomas Mann. Von den Schriftstellern sind H.G. Wells, Hoffmannsthal, Jakob Wassermann, James Joyce, Franz Werfel, Paul Valéry, Shalom Asch, Arthur Schnitzler freundschaftlich empfangene Gäste gewesen. Von den Musikern Ravel und Richard Strauss, Alban Berg, Bruno Walter, Bartok und wer noch alles, von den Malern, den Schauspielern, den Gelehrten aus allen Winden. Eines Tages klomm Arturo Toscanini die steilen Stufen empor. Und mit der gleichen Stunde begann eine Freundschaft, die mich Musik noch mehr, noch wissender lieben und genießen ließ als zuvor. Es war wieder erlaubt, an die Welt, an die Menschheit zu glauben. Knapp vor seinem 50. Geburtstag nimmt Zweig seine Tagebuchnotizen wieder auf. 22. Oktober 1931. Die Gründe dafür sind das Vorempfinden, dass wir kritischen, kriegsähnlichen Zeiten entgegengehen, die dokumentarische Niederlegung ebenso erfordern wie seinerzeit die großen Reisen oder die Zeit des Krieges.
unmittelbaren Anlass bot, dass man mir gestern nachts von der neuen Freien Presse telefonierte, Schnitzler sei gestorben. Der Tod von Menschen ergreift mich wenig, wenn nicht Tragik für ihre Familien damit verbunden ist und ihr Werk erfüllt ist. Schnitzler war, nach Hiobs Wort, müde und des Lebens satt. Aber doch, Erinnerungen werden damit verbunden. Dankbarkeit und die Ehrfurcht vor einem Menschen, der so wundervoll Maß zu halten wusste, viel mehr als ich. Welch noble Gestalt. Ich wusste, dass er mich von Anfang an gern hatte, auf eine sichere Art. 28. November 1931. Der dunkle Tag, 50 Jahre. Mit Zuckmeier nach München ins Restaurant Schwarz. Schwarz, der uns zwei famose Madeln vom Zirkus Knie mitgibt. Karl Zuckmeier hielt 1966 über diese Geburtstagsfeier fest. Einer der sonderbarsten Wesenszüge Zweigs, in dem wohl schon die Tragik seines Freitods ihren Schatten vorauswarf, war seine unerklärliche Angst vor dem Altern. Als er 50 wurde, ein durchaus gesunder, rüstiger, durch keinerlei Unmäßigkeit, noch nicht einmal die seiner Arbeit geschwächter Mann, verfiel er in tiefe Depression, die ihn wochenlang ruhelos machte. Schließlich bat er mich um einen, wie er es nannte, Freundschaftsdienst. Er wollte jede Art von Gratulation, Feier, Ehrung oder was für einen berühmten und beliebten Mann mit einem solchen Fest verbunden ist, entfliehen und allein mit mir, ohne Hinterlassung einer Adresse, nach München fahren, um den Tag dort fern von Mitwissern in einem kleinen, nur von Kennern besuchten jüdischen Restaurant zu begehen. Zum Schluss bei einem Schnaps, den diese Mahlzeit unbedingt nötig machte, sagte er plötzlich: Eigentlich hätte man jetzt genug vom Leben. Was noch kommen kann, ist doch nichts als Abstieg. 29. November 1931. Zurück nach Salzburg. Unzählige Telegramme, Briefe, Geschenke. Am schönsten die von ganz Fremden. Abends still zu Hause. In jenen unruhigen Jahren des sich ankündigenden Umbruches und wohl auch unter dem Einfluss des eigenen fortgeschrittenen Alters wird sich Zweig zunehmend seines Judentums bewusst. Allerdings habe er sich, sagt er in einem Interview, sein ganzes Leben lang mit dem Judentum beschäftigt. Außerdem habe ihm die Freundschaft zu Theodor Herzl die Größe seines Volkes vor Augen geführt. Dennoch, den immer drängender werdenden Aufforderungen jüdischer Organisationen, sich öffentlich zu seinem Judentum zu bekennen, verweigert sich Zweig. Hingegen vermag er vorübergehend sogar Sympathie für jenen Mann zu empfinden, dessen geografische Nähe zum Salzburger Kapuzinerberg er später in der Welt von gestern beklagt hat. Donald Prater in der Zweig-Biografie. Für kurze Zeit hatte der dynamische Charakter der Hitlerschen Bewegung ihn deutlich beeindruckt. Er hielt das Ganze für eine vorübergehende Erscheinung, die vielleicht sogar wünschenswert war, wenn sie Deutschland seinen Freiheitssinn zurückgeben würde. Doch bald darauf wurden ihm die Augen geöffnet. Und er war für die Verführung durch das neue Deutschland keineswegs die leichte Beute, als die sich zum Beispiel sein Verleger Kippenberg erweisen sollte, der sich unter dem Einfluss des Nationalsozialismus zum Antisemiten wandelte. Zwischen Kippenberg und Zweig begann sich Schweigen auszubreiten. Das Jahr 1932 bezeichnete Stefan Zweig noch als eines, mit dem er herzlich zufrieden sein wolle. Ich liebte meine Arbeit und liebte darum das Leben. Ich war vor Sorge geschützt. Selbst wenn ich keine Zeile mehr schrieb, sorgten meine Bücher für mich. Alles schien erreicht, das Schicksal gebändigt. Die Sicherheit, die ich in der Frühzeit meines Elternhauses gekannt und die im Kriege verloren gegangen war,
Sie war wiedergewonnen aus eigener Kraft. Was blieb noch zu wünschen? Ich ging nachdenklich durch das Haus. Es war schön geworden in diesen Jahren. Und genauso, wie ich es gewollt. Als Hitler im Jänner 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, verfolgte Zweig die Vorgänge in Deutschland wie von einer Tribüne aus, schreibt Donald Prater. Jeden Tag rechnete er mit einem Übergreifen dieser Entwicklung auf Österreich. Die Hetzartikel gegen jüdische Schriftsteller bereiteten Zweig Sorge. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx. Und dann brannten die Bücher der Verfemten, darunter die Werke von Thomas Mann und Franz Werfel, Sigmund Freud und Stefan Zweig. Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksteil. Der Aufenthalt in London, den er im Herbst antrat, sollte ein vorübergehender sein, hatte aber bereits etwas vom Exil an sich. Zweig fuhr allein nach England und nahm sich eine Wohnung am Portland Place. Im Winter kehrte er dann nochmals nach Österreich zurück und musste zur Kenntnis nehmen, dass das Unheil weiter gediehen war, als er befürchtet hatte. Zweig befand sich in der wahrscheinlich fantastischsten Situation seines Lebens. Die Polizei stand vor der Tür, mit dem Auftrag, sein Haus nach Waffen des Schutzbundes zu durchsuchen. Und das, obwohl Zweig nie das politische Schlachtfeld betreten, noch irgendwas veröffentlicht hatte, das auch nur im Entferntesten als politisch aufgefasst hätte werden können. Außerdem hätte selbst der größte Idiot unter den Schutzbündlern kaum je ein derart exponiertes Haus, das auf einem Berg lag und zu dem es nur einen Zugang gab, als geheimes Waffenversteck ausgewählt. Zweig beeilte sich, in seinen Hausmantel zu schlüpfen und öffnete, völlig verblüfft. Die Beamten fragten höflich, aber bestimmt nach Waffen. Blass und äußerst erregt konnte er nur sagen: Bitte sehr, schauen Sie nach. Alles, was sie fanden, war ein alter Armeerevolver in einem seiner Schränke. Er war ihm 1915 ausgehändigt und nie benutzt worden. Ordnungsgemäß konfiszierten sie die Waffe und nach einer halben Stunde waren sie verschwunden. Zweig begann unverzüglich, das Nötigste zu packen. Er nahm den nächsten Zug von Salzburg nach Paris. Im Abteil traf er zufällig auf Robert Neumann, der ebenfalls auf dem Weg ins Exil war. Zweig berichtete: Die Salzburger Polizei hat unter meinem Bett nach einem dort angeblich versteckten Maschinengewehr gesucht bei mir. Einem Pazifisten um jeden Preis. Einem Hasser jeglicher Waffe. Ich weiß, dass eines Tages dieses nicht existierende Maschinengewehr zu schießen beginnen wird. Und darum gehe ich ins Exil. Ich würde sehr gerne bei ihm in London sein und dort ein Haus haben. Alles lieber als von meinem Mann getrennt. Vertraut Friederike Zweig einem Freund an. Doch die Zeiten der Trennung werden trotz gelegentlicher Besuche Friederikes in London und kurzer Abstecher Zweigs nach Wien und Salzburg immer länger. In der Wohnung am Portland Place arbeitet Zweig konzentriert an Maria Stuart. Die Dienste einer Sekretärin wurden zunehmend unerlässlich. Über den Londoner Korrespondenten der Neuen Freien Presse geriet Zweig an die 26-jährige Charlotte Elisabeth Altmann, in Katowice geborene Enkelin eines Rabbiners. Lotte Altmann begleitete Zweig an die Côte d'Azur, als er dort sein Manuskript überarbeitete. Auch Friederike war in Cannes anwesend.
Lotte bewohnte ein kleines Zimmer im selben Stockwerk neben dem Ehepaar Zweig. In der Zweig-Biografie »Das Leben eines Ungeduldigen« heißt es über diesen Winter an der Côte d'Azur. Friederike kümmerte sich um die junge Dame, lud sie ein, auf dem luftigen Balkon des großen Zimmers zu arbeiten und nahm sie zu gemeinsamen Ausflügen mit. Als Friederike eines Nachmittags früher als geplant ins Hotel zurückkehrte, überraschte sie ihren Mann dabei, wie er die 27 Jahre jüngere Lotte umarmte. Friederike bestand auf der sofortigen Abreise der jungen Frau. Die Wohnung am Portland Place drohte zu klein zu werden. Zweig fand eine neue Bleibe in der Hallam Street 49. Friederike kam aus Salzburg, um das Apartment einzurichten, während Zweig sich in Frankreich aufhielt. Am 6. März 1936 nahm Zweig die polizeiliche Anmeldung an der neuen Adresse vor. Im August reiste er auf Einladung des Internationalen Pen-Clubs zum Kongress nach Buenos Aires. Zweig hatte lange gezögert zu reisen. Seine depressiven Schübe wurden häufiger. Die letzten Jahre haben wie Jahrzehnte auf mir gelastet. Und ich bin manchmal voll tiefer Müdigkeit. Ich habe die Literatur und den Anhang meines Namens so unbeschreiblich satt, wie ich es nicht sagen kann. Zweig unterbrach seine Reise auf Einladung der brasilianischen Regierung in Rio de Janeiro, wo er im Hotel Copacabana Palace abstieg. Er war überrascht von der Popularität, die sein Werk in Südamerika genoss. Tagebuch, 21. August 1936. Ich bin angespannt, mit Fotografen und Interviewern unmöglich zu erzählen, wie viel ich an Büchern zu unterschreiben hatte und welche Fülle von Bedrängung ich erlitt. Meine Stellung in diesem Land ist ja tatsächlich unwahrscheinlich. Sie reicht von den obersten Kreisen bis zu den untersten herab und gründet sich nicht auf ein Buch oder das andere, sondern gleichmäßig auf alle. Zweig wurde eingeladen, das berüchtigte Gefängnis von Sao Paulo zu besuchen, in dem vor allem Schwerverbrecher einsaßen. Die Sträflingsband, zu zwei Dritteln verurteilte Mörder, spielte zu seinen Ehren die österreichische Nationalhymne. Sein Vortrag in der brasilianischen Literaturakademie war restlos ausverkauft. An Friederike schrieb Zweig: Es ist ganz ausgeschlossen zu schreiben, es geht zu toll zu. Ich muss heute, nachdem ich die ganze Nacht ohne Schlaf an einem Vortrag gearbeitet habe, erstens zum Präsidenten der Republik, zweitens ins Historische Museum, drittens zum Empfang in der Akademie, wo ich wieder eine Rede halten muss. Nach dem Diner beim Außenminister fuhren wir in das schönste Haus und die schönste Landschaft, die ich je gesehen. Ich nehme täglich ein Kilo ab. Aber Brasilien ist unglaublich. Ich könnte heulen wie ein Schlosshund, dass ich hier weg soll. Ich bin hier eben 6 Tage Marlene Dietrich gewesen. Und seinem Tagebuch vertraute er an. Der Saal natürlich überfüllt. Rede der Minister neben mir, das ganze Publikum, 2000 Personen erheben sich mir zu Ehren, der ich mich furchtbar schäme und schwitze. Mit dem Schiff reiste Zweig weiter zum Penn-Kongress. Nach Rio empfand er Buenos Aires als Enttäuschung, obwohl er auch in Argentinien im Mittelpunkt des Interesses stand. Er lehnte es ab, die Präsidentschaft über den Kongress zu übernehmen und verhielt sich auch sonst zurückhaltender als in Rio de Janeiro.
Am 6. Oktober betrat Zweig in Southampton wieder englischen Boden. Stefan Zweig lebte weiter in London in verschiedenen Wohnungen und zog dann 1939 nach Bath in Südengland. Stefan Zweig hat anschließend sein gesamtes privates Vermögen in Österreich an Friederike überschrieben. Das war für ihn der erste Schritt zur formalen Trennung. Die juristische Trennung, die Scheidung, erfolgte erst im Dezember 1938. Liebe Mama, die Angelegenheit mit Fritzi wird jetzt bald erledigt werden müssen. Sie ist leider wirklich unverlässlich. Und was sie heute zusagt, nimmt sie morgen zurück. Sie hat es natürlich auch nicht leicht. Aber warum hat sie vor 4 Jahren, als ich meinen Aufenthalt ändern wollte, so auf Salzburg bestanden? Warum wollte sie immer die Gescheitere sein? Statt sich dem zu fügen, der für alles sorgen und sich mühen musste. Viele Grüße an Fräulein Josephine und herzlichst an Steffi. In Donald Praters Buch heißt es, Zweig habe sich, nachdem die Scheidungsdokumente unterzeichnet worden waren, mit Friederike ins Hotel Regina zurückgezogen und habe sich dort in einem offenbar akuten Anfall von Depression aufs Bett geworfen. Verwirrt kehrte die nunmehrige Ex-Ehefrau nach Salzburg zurück. Sie erhielt wenig später einen Brief, in dem Zweig unter anderem feststellt: Ich möchte nicht, dass du glaubst, es sei dies eine frohe Stunde für mich gewesen. Im Gegenteil. Ich schreibe dir das in der Nacht schlaflos und voll Gedanken an die vergangene Zeit. Wir haben beide Fehler gemacht und ich wollte, es wäre anders gekommen, bei Gott. Ich spüre im Herzen nichts als Traurigkeit über diesen Abschied. Ich bin voller Fehler und Unzulänglichkeiten, aber eines weißt du, dass ich nie einen Menschen vergessen habe, den ich jemals gern gehabt. Und wie sollte ich dir fremd werden können? Dir, die mir am nächsten stand. Am 1. September 1939, dem ersten Tag des Zweiten Weltkriegs, nahm Zweig seine Tagebuchnotate wieder auf. Und zwar in englischer Sprache. After lunch, the first news on the radio. Die Deutschen bombardieren polnische Städte. Auszüge der Hitlerrede. Niemand denkt daran, dass an diesem Tag die größte Katastrophe in der Geschichte der Menschheit ihren Ausgang nahm. Für Zweig, depressiv wie er war und alt und gebrochen wie er sich fühlte, konnte der Krieg nur das Ende sein. Das Konzentrationslager, das er so oft vorhergesehen hatte, drohte für feindliche Ausländer sogar in England. Und selbst wenn ihm mit seinen Verbindungen die Internierung vielleicht erspart bliebe, so war Lottes Situation weitaus weniger günstig. Sie litt an Asthma. Er fürchtete um ihre Gesundheit unter den Bedingungen eines solchen Lagers. Am Tag nach Hitlers Angriff in Polen, während England sich anscheinend noch immer nicht zu einer Kriegserklärung entschließen konnte, stellte er den Antrag auf Heiratsgenehmigung. Die standesamtliche Trauung fand am 6. September in Bath statt. Ich glaube nur nicht, dass ich noch ein Liebhaber bin, hatte er zu Friederike gesagt, als es einmal um seine Gefühle für Lotte ging. Friederike, die nach wie vor in Paris war, bekam einen gemeinsam geschriebenen Brief von ihnen, der die Bitte enthielt, sie möge ihnen vergeben und ihre Freundschaft für sie beide nun nicht als beendet ansehen. Später kam noch ein notariell beglaubigtes Schreiben, in dem Stefan seinen ausdrücklichen Wunsch erklärte, dass Friederike seinen Namen weiter trüge. Ein anderer berühmter jüdischer Emigrant aus Wien, der in London Exil gefunden hatte,
stirbt am 23. September 1939 in London. Sigmund Freud. Einmal bei einem meiner letzten Besuche nahm ich Salvatore Dalí mit, den meiner Meinung nach begabtesten Maler der neuen Generation, der Freud unermesslich verehrte. Und während ich mit Freud sprach, zeichnete er eine Skizze. Ich habe sie Freud nie zu zeigen gewagt, denn hellsichtig hatte Dalí schon den Tod in ihm gebildet. Am 24. September 1939 notiert Zweig in sein Tagebuch: Im Radio höre ich, dass Freud gestern Nacht gestorben ist. Der große Freund, der bewunderte Meister. Ich fühle wieder einmal die Isolation in diesem Land. Es steht mir keine Zeitung zur Verfügung, um ein paar Worte zu schreiben. Ich habe keine Möglichkeit, um ein paar Worte zu sagen. Das nach 6 Jahren in England. In solchen Momenten der Einsamkeit bedauere ich, nicht in ein anderes Land gegangen zu sein. Zweig muss um eine Sondererlaubnis ansuchen, die ihm gestattet, Bath zu verlassen, um bei der Beisetzung Freuds in London die Grabesrede halten zu können. Erlauben Sie mir, angesichts dieses ruhmreichen Sarges, einige Worte erschütterten Dankes im Namen seiner Wiener, seiner Österreichischen, seiner Weltfreunde in jener Sprache zu sagen, die Sigmund Freud durch sein Werk so großartig bereichert und geadelt hat. Lassen Sie sich vor allem ins Bewusstsein rufen, dass wir, die wir hier in gemeinsamer Trauer versammelt sind, einen historischen Augenblick durchleben, wie er keinem von uns wohl ein zweites Mal vom Schicksal verstattet sein wird. Bei diesem Sterblichen, an dessen Bahre wir stehen, bei diesem einen und einzigen innerhalb unserer trostlosen Zeit, bedeutet Tod nur eine flüchtige und fast wesenlose Erscheinung. Hier ist das von uns Gehen kein Ende, kein harter Abschluss, sondern bloß linder Übergang von Sterblichkeit in Unsterblichkeit. Ich habe einen wahrhaft Weisen gesehen. Ich habe Sigmund Freud gekannt. Am 12. März 1940 wurde Stefan Zweig endlich die Naturalisierung zuerkannt. 3 Tage später erhielt Lotte als seine Ehefrau die britische Staatsbürgerschaft. Am 3. September 1940 besucht Zweig die jüdische Schule Scholem Alechem in Rio. Für den 8-jährigen Schüler Alberto Dinesch ein unauslöschliches Ereignis, das ihn nie mehr loslassen wird. Später, als erfolgreicher Schriftsteller und Moderator einer Medienshow, widmet sich Dinesch dem Leben Stefan Zweigs und schreibt über ihn die Bücher Tod im Paradies, Die Tragödie des Stefan Zweig und Stefan Zweig, Exil und Suche nach dem Weltfrieden. Dinesch, der einige Zeit in Portugal lebte, recherchierte dort auch in Sachen Zweig und stellte in seinem 2. Buch eine verblüffende Theorie auf. Dinesch fand heraus, dass Zweig zu einem ganz besonderen Zweck zu Beginn des Jahres 1938 für 3 Wochen nach Portugal gereist war. When he went to Portugal, he met with the president of the Jewish community because er reiste nach Portugal, um den Präsidenten der jüdischen Gemeinde zu treffen.
They studied economy together at the University of Coimbra. Dieser war ein guter Freund des Diktators Salazar. Die beiden hatten gemeinsam Wirtschaft an der Universität von Coimbra studiert. Mir war klar, Stefan Zweig wollte den Diktator kennenlernen, um ihn zur Aufnahme von Emigranten zu bewegen. Im August 1941 trifft Stefan Zweig mit Lotte in der letzten Station seines Exils ein. In der brasilianischen Kleinstadt Petrópolis. Man bezieht Quartier in einem Einfamilienhaus in der Rua Gonçalves Dias Nummer 34. Im gemäßigten Klima von Petrópolis, das Zweig einmal mit dem Semmering verglich, dann wieder ein Miniatur-Ischl nannte, war man gut 2 Autostunden vom tropisch feuchten Rio entfernt. Die Ankunft Zweigs in Brasilien fällt zeitgleich zusammen mit dem Erscheinen seines Buches Brasilien, ein Land der Zukunft, das geteilte Aufnahme findet. Der Vorwurf wird erhoben, dieses Buch sei ein Auftragswerk der brasilianischen Regierung. Andere Kritiker meinen, Zweig ignoriere alle modernen Errungenschaften Brasiliens und lege zu viel Wert auf das Pittoreske. Er verharmlose das Elend in den Slums. Ein unvergleichliches Stück Rio wird mit diesen Favelas verschwinden. Und ich kann mir die Hügel kaum denken ohne diese kleinen, dem Felsen kühn aufgeklebten Dörfer, die mit ihrer Primitivität daran erinnern, wie viel es an zu viel wir haben und fordern. Und dass selbst im Minimum der Existenz, wie in einem Tautropfen, sich die ganze Vielfalt des Lebens zusammenfassen kann. Das Land der Zukunft fand trotz aller Kritik breite Leserschaft. Das Buch sichert seinem Verfasser auch heute noch hohe Popularität. 60 Jahre nach seinem Tod zählt Zweig in Brasilien nach wie vor zu den bekanntesten und beliebtesten europäischen Schriftstellern. In Petrópolis nahm Zweig die Arbeit an der Welt von gestern wieder auf. Abends spazierten er und Lotte durch die kleine Stadt. Oder sie spielten Partien aus einem Schachbuch nach. Die Lektüre dieses Buches diente als Behelf für die Schachnovelle, die er in jenem Herbst des Jahres 1941 gerade entwarf. An Friederike schrieb er am 17. September: Es ist ein winziges Häuschen, aber mit großer gedeckter Terrasse und wunderbarem Blick. Jetzt, im Winter reichlich kühl, und der Ort so schön verlassen wie Ischl im Oktober. Eben haben wir gegenüber im ländlichen Café einen göttlichen Kaffee getrunken und dafür 2 Cent bezahlt. Wenn es mir gelingt, hier Europa zu vergessen, allen Besitz, Haus, Bücher als verloren zu betrachten, gleichgültig gegen Ruhm und Erfolg zu sein und nur dankbar, dass man in einer göttlichen Landschaft leben darf, während Europa Hunger und Elend verheert, will ich zufrieden sein. Die Nachrichten aus Europa sind grauenhaft. Es wird ein Winter des Schreckens werden, wie ihn die Welt noch nicht gekannt. Zweig vermisst bei seiner Arbeit die umfangreichen Bibliotheken, die ihm in Europa und den USA zur Verfügung gestanden hatten. Im Vorwort zur Welt von gestern notiert er: Ich schreibe diese Erinnerungen in der Fremde, ohne den mindesten Gedächtnisbehelf. Kein Exemplar meiner Bücher, keine Aufzeichnungen, keine Freundesbriefe sind mir zur Hand. Zum Quellenstudium suchte Zweig immer wieder die gut sortierte Nationalbibliothek in Rio de Janeiro auf. Hier fand er Ausgaben jener Klassiker, die er in Europa hatte zurücklassen müssen. Zog sich gelegentlich zu Mußestunden in die Leseräume zurück. Heutzutage bewahrt die Biblioteca Nacional den umfangreichen Zweigfundus auf. Häufiger allerdings musste Zweig sich mit dem Bestand der viel kleineren, etwas provinziellen Bücherei in Petrópolis behelfen,
in deren Gästebuch er aber höflich notierte: Danke für die reiche und so gastfreundliche Bibliothek von Petropolis. Brief an Friederike, Petropolis, 27. Oktober 1941. Ich träume von einer Art österreichischem Roman, aber dazu müsste ich 10 Jahrgänge Zeitungen durchlesen, um die Einzelheiten zu bekommen. Das ginge nur in New York. Und dahin will ich auf absehbare Zeit nicht zurück. Dazu der Gedanke, dass man nie mehr Haus, Heimat und Verlag haben wird. Als Zweig diesen Brief schrieb, sollte er nur noch knapp 4 Monate zu leben haben. Er litt, gewöhnt an das großbürgerliche Leben in Städten wie Wien und London, Salzburg und New York, unter der Isolation in der kleinen brasilianischen Provinzstadt. Und an dem, was er seine schwarze Leber nannte, Melancholie, die sich im Laufe der Jahre zur Depression steigerte. Überdies sah er seine Flucht nach Südamerika als Verrat an Europa an. Schon im Juni 1915, als er wieder einmal die Lust an den regelmäßigen Tagebucheintragungen verloren hatte, notierte Zweig: Mein Tagebuch stirbt an der inneren Schwere meines Wesens. Ich bin müde. Den ganzen Tag. Aller Dinge müde. Am Abend des 21. Februar 1942 betraten Ernst Feder und seine Frau die Terrasse des Hauses in der Rua Gonçalves Dias 34. Feder, ehemaliger Chefredakteur des Berliner Tageblatts und Nachbar der Zweigs, erinnerte sich später in seinem Rückblick Stefan Zweigs letzte Tage. Zweig saß am offenen Fenster seines Arbeitszimmers und schrieb: Wir kommen zu früh? Wir stören Sie? Nein, gar nicht, sagte er in einer Verlegenheit, die mir auffiel. Ich ahnte nicht, dass ich ihn bei der Niederschrift seiner Abschiedsbriefe überrascht hatte. Es ist fast Mitternacht, als sie uns nach Hause geleiten. Ich gehe mit Stefan Zweig voraus. Er reicht mir lächelnd noch einmal zum Abschied die Hand. Er fühlt, dass seine Stimmung uns bedrückt. Also, entschuldigen Sie meine schwarze Leber. Mit diesen Worten und einem tief traurigen Blick verschwand er im Dunkel der zauberhaften Sommernacht. Wenige Tage zuvor hatte das Ehepaar Zweig gemeinsam mit Feder den Karneval in Rio besucht. Und Zweig hatte sich durchaus gelöst und gut gelaunt gezeigt. Er besprach zukünftige Projekte mit dem Freund, unter anderem eine Arbeit für Reader's Digest. Am Morgen des Faschingsdienstags las Zweig beim Frühstück bedrückende Nachrichten in der Zeitung. Der Kontrast zu den fröhlichen Karnevalsbildern vom Vortag löste in Zweig tiefe Depression aus. Singapur gefallen. Weiterer Widerstand unmöglich. Tiefe Trauer im britischen Empire. Deutsche Offensive in Libyen mit Ziel Suezkanal. Lotte und Stefan beschlossen, den Rio-Besuch abzubrechen und nach Petropolis zurückzukehren. Auf dem Weg zum Bus wurden sie in den überfüllten Straßen von den maskierten Karnevalsbesuchern angerempelt. Die Menschen sangen, die Kapellen spielten. Und in Lotte und Stefan schien sich in diesem Moment die Erkenntnis zu verfestigen, dass ein Weiterleben sinnlos sei, angesichts der vermeintlich hoffnungslosen Lage im Kampf gegen Hitler. Am 18. Februar schrieb Zweig an seinen brasilianischen Verleger und Freund Abrao Kogan: Sie wissen, wie ermüdet ich vom Leben war, seit ich mein Vaterland Österreich verloren habe. Ich konnte das wahre Leben nicht mehr in meiner Arbeit wiederfinden, seitdem ich als Nomade lebte und mich mehr an inneren Leiden altern sah als durch die Jahre. Es ist mein Wunsch, auf dem Friedhof in Rio de Janeiro begraben zu werden. Beklagen Sie mich nicht.
Mein Leben war seit Jahren zerstört. Und ich bin glücklich, eine Welt verlassen zu können, die grausam und verrückt geworden ist. Den Abschiedsbrief an Friederike verfasst Zweig am Tag seines Selbstmordes. Petropolis, 22. Februar 1942. Liebe Friederike, wenn du diesen Brief erhalten hast, werde ich mich viel besser fühlen als vorher. Nach einer guten und ruhigen Zeit wurden meine Depressionen viel akuter. Ich litt so viel, dass ich mich nicht mehr konzentrieren konnte. Und dann die Gewissheit, die einzige, die wir hatten, dass dieser Krieg Jahre dauern würde. Petropolis gefiel mir sehr gut. Aber mir fehlten die Bücher, die ich brauchte. Die Einsamkeit, die erst eine so beruhigende Wirkung hatte, begann niederdrückend zu werden. Ich war zu müde für all das. Ich bin sicher, du wirst noch die bessere Zeit sehen und wirst mir recht geben, dass ich mit meiner schwarzen Leber nicht mehr länger wartete. Ich schicke dir diese Zeilen in den letzten Stunden. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich mich fühle, seit ich den Entschluss gefasst habe. Alles Gute und Liebe und fasse Mut. Weißt du mich doch ruhig und glücklich. Prater beschreibt die letzten Stunden. Die Briefe, die er geschrieben hatte, waren frankiert, die Bleistifte auf seinem Schreibtisch gespitzt, die entliehenen Bücher für die Rückgabe an die Besitzer entsprechend gekennzeichnet. Es blieb nur eines zu tun: als letzten schriftstellerischen Akt eine öffentliche Erklärung zu schreiben, einen ehrenhaften und künstlerischen Schlussstrich zu ziehen. Die Überschrift war auf Portugiesisch abgefasst. Declaração, das Übrige auf Deutsch geschrieben. Ehe ich aus freiem Willen und mit klaren Sinnen aus dem Leben scheide, drängt es mich, eine letzte Pflicht zu erfüllen. Diesem wundervollen Land, Brasilien, innig zu danken, das mir und meiner Arbeit so gute und gastliche Rast gegeben. Mit jedem Tag habe ich dieses Land mehr lieben gelernt, und nirgends hätte ich mir mein Leben lieber vom Grunde aus neu aufgebaut, nachdem die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen ist und meine geistige Heimat Europa sich selbst vernichtet. Ich grüße alle meine Freunde. Mögen Sie die Morgenröte noch sehen, nach der langen Nacht. Ich, allzu ungeduldiger, gehe Ihnen voraus. Am Nachmittag, irgendwann zwischen Mittag und 4 Uhr, nahmen sie eine Überdosis Veronal und legten sich gemeinsam zu diesem letzten Schlaf nieder. Stefan in Hemd, Krawatte und Hosen, Lotte in einem geblümten Kimono. Auf dem Buffet stand eine Vase mit vierblättrigem Klee. Zweig wurde nicht, wie er es sich gewünscht hatte, in Rio begraben. Er und Lotte fanden ihre letzte Ruhe auf dem kleinen Friedhof von Petropolis. In ihren Nachrufen äußerten prominente Kollegen nicht nur Verständnis für Zweigs Freitod. So schrieb etwa Thomas Mann: Ja, und der Zweig, Stefan? Aus Gram kann er sich nicht getötet haben, auch nicht aus Not. Sein hinterlassener Brief ist ganz unzulänglich. Große Erschütterung kann man nicht empfinden, aber es ist doch wieder ein Untergang, der nach dem Triumph jener unwiderstehlichen Geschichtsmächte aussieht.
Robert Neumann zum Tod Stefan Zweigs. Er war sein Leben lang ausgewichen. Vor dem Ersten Weltkrieg in die Schweiz. Vor dem symbolischen Maschinengewehr nach England. Vor dem Bombardement Londons in die ungefährdete Provinzstadt Bath. Vor Hitlers angedrohter Landung in England nach den Vereinigten Staaten. Vor dem Eingreifen Roosevelts in den Krieg nach Brasilien. Sogar aus der Hauptstadt Brasiliens wich er aus. In einen Höhenkurort. Von dort gab es kein Ausweichen mehr. Versöhnlich schließlich Franz Werfel. Sehr häufig habe ich in den letzten Tagen Stimmen vernommen, die mit großer Entrüstung das Recht des politischen Kampfes gegen diese Tat verteidigen. Ja, hat denn Stefan Zweig nicht gewusst, fragen diese Stimmen, dass er dem Todfeind zu einem Sieg verhilft? Der Vorwurf ist vollgültig und unwiderlegbar. Und doch kann ich ihn, wenn ich von mir selbst reden darf, nicht anerkennen. Der Kampf, den der Mensch gegen das Übel führt, ist groß und heilig. Demnach darf selbst dieser Kampf den Menschen nur bis an die Schwelle seines Sterbezimmers begleiten. Und nicht über sie.